So, willkommen zurück zu Portal 2. Mittlerweile ist einiges passiert. Ja. Schmacki hat ein Portal da oben gesetzt und ist dann runtergesprungen. Das habt ihr nicht gesehen. Und jetzt möchte der Wolf euch zeigen, wie es weitergeht. Wenn ich wüsste, wie es weitergeht. Einfach Würfel nehmen oder wie? Wie wäre es, wenn ich mal die Position tausche und diesmal Wolf versucht weiterzukommen? Try and Error hier. Komm einfach runter mit dem Würfel. Ah. Lol. So, soll ich euch wieder runterzählen? Ja. 3, 2, 1, 0. Platz. Und? Wo bist du? Ich hab's geahnt. Du bist noch unten. Erstes Spiel losgegangen. Weil es verzögert ist. 3, 2, 1, 0. Dann guckt euch doch einfach nicht an, ey. Oh, diesmal war Schmacki zu früh. Oder? Ist doch scheißegal, ob der... Ich bin exakt bei 0 losgelaufen. Ja, deswegen. Der den Würfel hat, Wolf, der muss eh ein bisschen später gerannt. Hoch am besten. Okay. Ja, Wolf war zu spät losgerannt. Guckt euch doch mal so ein bisschen. 3, 2, 1, 0. Jetzt passt's. Platz. Oder auch nicht. Das war doch zu früh, verdammt. Ich dachte, das hätte doch gereicht. Ey, nein, lass mich in Ruhe. Ja, Schmacki kann Wolf doch angucken. Ja, das sehen wir. 3, 2, 1, 0. Hat's jetzt geklappt? Ja. Ja, oh Mann. So. Ach so. Das hast du gemeint mit, du hast ein Portal gemacht, also jetzt verstehe ich. Da war der Sheet-Modus jetzt, ja. Und das ist... Mission erfüllt. Und wie kommt ihr jetzt durch und die Tür? Und das ist zu tief. Moment. Mach das Portal einfach weg. Ach, egal, das haben wir gleich. Mach es weg. Ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Hat ja überhaupt nicht lang gedauert, ungefähr 40 Minuten oder so, im ganzen letzten Part. Ja. Es tut mir so leid. Ich will euch nicht schlecht fühlen lassen. Aber Hauptsache, der Wolf, der füllt erst nach 5 Minuten an Part, wie er da auf diesem Sprungbrett gegen diese Lichtbarriere knallt. Einfach immer 5 Minuten, so ja. Wenn Final das sieht, der wird sich so totlachen. Also ich glaube, ich werde in den Aufnahmepausen mal anfangen, eine Testkammer zu bauen. Warte auf Ihren Partner. Ja, für die beiden. Die Smudge-Birnen echte Tötungsmaschinen werden, Seite 70. Ja. Klar, das ist so gut. Wie groß ist das? Smudge-Birnen, ja. 45. Out by Glad. Wann kann man Abfall so hochstapeln? Oh. Moment, das ergibt sich. Seit wann kann man Abfall so hochstapeln? Du hast wirklich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Hallo. Testobjekt, deine Mutter ist so. Ey. Das ist ja widerlich. Oh mein Gott, jetzt Laser. Diese komischen Sogströme. Oh mein Gott. Oh, ich komm nicht durch. Ey, klar, das ist gerade so eine richtige Fotzenschlampe. Ja, das ist ihr Job. Aber ich muss euch ja mal so ein bisschen demütigen hier. Komm her, komm her. Au. Achso, ja. Da war ja was. Stimmt, hatte ich völlig vergessen. Dim, 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 dim. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich das Spiel gespielt habe? Ja, warum ist es so lange her? Zum Beispiel die Testkammer gerade. So, was gibt's hier? Nicht mal umgucken. Ja. Was? Man kann durch Portale gehen? Nee, doch. Nee, doch. Nein, doch. Ah. Wäre mal gut, wenn ihr euch mal absprecht oder so. Ich guck grad, was man machen kann. Achso, du kannst mich abknallen durch die Scheibe. Nein. Schön, dass ich das jetzt auch weiß. Nein. Wie bist du da hochgekommen? War das nicht Schmacki? War gerade? Wie habe ich das?
Oh Gott. Ja. Das ist wichtig. Moment. Muss mal gucken, wo brauchen wir das überhaupt? Vielleicht muss ich ihn gelb. Der ist mal oben. Ja, so macht das Sinn. Ja, ich will mal gucken. Los, guck. Oh. Nee, Moment. Oh, ich dachte schon, du schickst mich jetzt in den Laser, das wär's. Oh. Ja, lass den Wolf da unten. Wo komme ich jetzt raus? Ey! So, da oben. Muss die Kugel hinbringen. Welche Kugel? Ja, schon, aber die ist da hinten. Die du kaputt gemacht hast. Ja, die ist da hinten. Ja. Hallo? Autsch. Oh, Schmacki schießt nicht auf mich. Schmacki alias Geschützturm. Hm. Wir bräuchten einen Würfel, damit wir das umlenken können auf die. Nein, so stehen es genau in der Linie. So weit kann ich nicht zielen. Das ist schon Würfel. Ja, wenn ich den nehme, schau, was passiert. Das ist ein Ball. Das ist Magic. Das ist dasselbe. Das Sweetly ist das. Gerade eben wolltest du einen Würfel. Das ist der Weakly Ball. Wunderwürfel. Ja schon, aber wir brauchen den Ball, sonst bringt uns das gar nichts. Ja. Oder Moment. Ich glaube, ich weiß schon, was du vorhast. Ja, dazu muss der Ball auf die andere Seite da. Ja. Mach mal das jetzt am besten. Ich bin gespannt. Ja. Den Ball kann man wahrscheinlich nicht schießen. Und da drüber springen kann ich auch nicht. Guck doch erstmal um. Au. Da oben ist doch auch noch was. Wo ist was? Ah, Moment. Kann es sein. Oder ne, es geht doch gar nicht. Schade. Guckt euch um. Ja, ich gucke. Ich will's nicht sagen. Ich will's einfach nicht sagen. Ich muss ich mich zurückhalten. Ich bin Wolf. Ich gucke nur, was vor meinen Füßen ist. Ja, natürlich weißt du es schon. Nein, ich weiß es noch nicht, aber ich kann es schlecht lösen, wie ich es nicht gesehen habe. Aber habt ihr denn überhaupt irgendwas schon ausprobiert, außer dass ihr 20 Mal hin und her gelaufen seid? Okay. Ich habe eine Vermutung, aber das ich auf jeden Fall dahin. Oben gucken lassen, bringt nichts. Ich müsste den Laser irgendwie da umleiten zu dir, aber da ist nichts, was ich umleiten könnte. Also ich habe schon was gesehen. Ja, da hinten sind zwei weiße Wände da und da, aber das bringt mir eigentlich relativ wenig. Ja, weil ihr euch nicht umguckt. Ich habe gerade was beim Kameraschwenk schon gesehen. Ein Kameraschwenk? Ja. Ihr guckt da irgendwie nur, was gerade vor euch ist. Das ist halt wirklich das Hauptproblem. Bin ich dann unten? Hä? Achso, das ist mein Portal weggemacht. Verdammt. Mal gucken, wo sind die Schalter, wo sind die Aktivierungen, wo kann man irgendwo hin? Ah, jetzt geht das nach unten. Aber was bringt uns das? Zieh sie raus, die Kugel. Die da. Nein. Lieber. Was dann? Das Teil hier. Was da? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber probier trotzdem mal. Ich kann da nichts rausziehen. Ja, damit kann man den Strahl umleiten und jetzt? Ja, deswegen ja. Das heißt, die Sachen nach unten. Ah, das war falsche. Ihr habt ja sogar einen Ingame-Timer, wozu zählt ihr denn eigentlich?
Stimmt. Ich hab mich verklickt. Ja, also ich meine bloß. Also ich hab's jetzt schon wieder gesehen. Ja, ich weiß, dass ich da oben was machen. Ich weiß, dass ich da oben was machen kann, aber was bringt mir das dann? Ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Mach mal eins dahin. Eins dahin. Ja. Trotzdem. Okay, das bringt anscheinend nichts. Deswegen. Außer, dass der Ball immer wieder dauer zerstört wird. Das ist eine super Paprikatzerstörung hier. Ja, das kostet Gladys Haufen Geld. Da willst du gar noch ein bisschen. Ja, Gladys, das ist mir scheißegal. Hey, Ehre für die Gladys. Wir müssen das irgendwie ausschalten, aber ich bezweifle, dass das geht. Sonst könnten wir ihn auch einfach so holen. Nee, nicht ausschalten, aber wie es ist, halt drumrum arbeiten und so. Deswegen sage ich, guckt euch um. Ich habe übrigens mittlerweile auch gesehen, was ihr die meint. Aber wie gesagt, ich sag nichts. Wenn wir einen Laser da reinlocken? Nein, das Ding ist für den Ball. Das kann das ich ist für die Kugel, ja. Ja, schon, aber... Okay, wir müssen irgendwas damit machen. So viel steht fest. Klar. Hallo? Da oben ist ja auch was, aber ich glaube, das ist nur eine Überwachungskamera. Klar, ich will ja auch gucken, was wir da für Couples machen. Das sind die ganzen Zuschauer von dem Let's Play. Ja, alles live hier. Moment, wenn ich das Rot jetzt da hinsetze, bringt das nix. Glaube ich zumindest nicht. Ja. Ach, ich hätte von oben gucken können. Moment nochmal. Ich muss mir Überblick verschaffen. Dann mach das Portal auch weg und lass den blauen Strahl, dann bist du die ganze Zeit oben. Nein. Ich will hier raus. Au. Hey! Ja. Lol. Es geht das blaue da rein, aber. Moment mal. Das Bällchen können wir schlechter reinfügen. Drumherum arbeiten. Ich muss in der Hinsicht halt Eddie recht geben. Einfach mal ein bisschen umgucken. Mal überall in die Ecken gucken, wo ihr noch nicht geguckt habt. Ey! Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, halt nur, dass man aufmerksam ist. Ja, das da hinten habe ich schon gesehen, aber haha. Was denn? Ja, da, das mit dem Würfel, aber es bringt mir relativ wenig, wenn da was im Weg ist. Ja, dann würde ich mal gucken, wie man da rumkommt. Moment, da. Ja, schon, aber kann ich das setzen? Nee. Aber da oben. Moment. Ich versuch mal was. Geh mal weg da. Was hast du denn jetzt vor? Wo ist der Würfel? Oder nee, brauche ich doch keinen. Genau. Ich weiß auch nicht, was er gerade vorhat. Mach mal. Du darfst jetzt nicht sterben. Ich wollte sagen, mach mal da eins und mach mal da eins. Wobei, Ja, merkst du vielleicht schon langsam, wie Sinn das ergibt? Ja, deswegen, ja. Jetzt wird hier brained. Ich habe eine andere Idee. Zack. Braucht er jetzt auf jeden Fall einen Durchgang. Muss der erstmal hinkommen, sonst kann ich da gar nichts machen. Ja, denkt dran, ihr habt zusammen 4 Portale. Da müsst ihr mal zusammenarbeiten hier. Ja, ich. Oh! Ich will raus. Ich will es irgendwie erreichen, dass ich dann da oben an der Ecke stehe, damit wir neue Portale machen können und dass ich da so ganz langsam runtersacken kann. Dann würde ich nämlich da hinten landen, würde ich den Knopf drücken. Und dann könnt ihr habt doch genug Portale, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das nicht gerade so funktioniert, wie ich es mir ausgemalt habe. Ja, wie seid ihr denn letztes Mal in diesen Strahl reingekommen?
Vielleicht, wenn der Strahl da reinkäme. Ja, das will ich nämlich, dass ich da so ganz langsam nach unten sacke, aber... Ja, und wie kommt der da jetzt rein? Ja, deswegen, ich müsste zuerst so, dass Habt ihr doch schon mal gemacht. Halt dich nicht zurück in der Hedy. Hedy arbeitet vorwärts. Wo hast du jetzt hingezeigt? Wo soll ich Ihr habt das ganz am Anfang schon mal gemacht. Ja. Wo noch? Sprung, ja. Unten. Achso, da. Physik und so. Oh. Ah, das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Seid ihr jetzt beide reingesprungen? Ja, ich will da... Nein. Ich will da rein, verdammt. Hä? Toll. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Ja, müsste einer schnelle Finger haben, der Boy. Das Sterben traue ich euch zu, aber ehrenhaft. Okay. Teamwork, ja. So. Okay, wie kann man... Ja, mach mal kann da man unten, umschalten. Mach mal da unten ein Portal und... Oder Moment, das bringt doch gar nichts. Ich mach dir mal ein Sprungportal dahin. Und bleib erstmal hier. Okay. Ich muss das Ding umleiten. Oha. Da wird gebrained. So, jetzt springen darüber. Wohin? Rein ins Loch oder wie? In den Strahl? Soll ich da bitte hinkommen? Moment, na, wie gerade? Oh mein Gott! Ah! Rein da. So. Depp. Moment nochmal. Ins Loch. Hui! Rein da! So. Mal gucken. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Hab ich jetzt gedrückt? Ja. Nein, scheiße, ich hab die Würfel nicht aufgefangen. Kacke. Ja, da muss ich nochmal machen. Ja. Nochmal, da war der Knopf. Ja, danke. Hat zu spät. Da hat schon mal geschlafen. Wenigstens habt ihr es rausgefunden. Ja, von dir aus sehe ich es besser. Oh, Laser. Moment. Zack. Zack. Ja, oh, gut. So, wo ist das Stick? Da ist es. Aha! Boah! Wow, diese Skills. Ich bin beeindruckt. Der Wolf. So. Wahrscheinlich kann ich da nicht durchschießen, oder? Nee, war ja klar. Oder doch, kann ich. Natürlich ist es klar. Es sind wolfische Laserstrahlen. Meinst du, dass das anders bei den wolfischen Navi? Ja. Toll, jetzt bin ich hier drin, jetzt könnte ich das Teil nehmen, aber es bringt mir eigentlich relativ wenig. Weil so weit kann ich nicht springen. Umgucken! Teamwork! Du, es hat... Womit habt ihr denn gerade gearbeitet? Ja, mit Portalen, das weiß ich. Ach, ja, ich arbeite im ganzen Spiel mit Portalen, Wolf. Da hinten ein Portal setzen könnte, wäre es ja einfach. Dann würde ich da eins setzen und wäre ein Ziel, aber... Kannst du ja da ein Portal setzen. Ja, was bringt mir das? Ja, was hast du denn für Möglichkeiten? Ein zweites Portal zu setzen. Ich könnte ein Laser irgendwie hierher... Achso, nee, Moment. Ich glaube, ich weiß es. Nee, Moment, ich weiß es nicht. Ich komme hier nicht raus, ohne dass das Portal verschwindet. Sonst hätte ich da oben eins gesetzt und das wäre dann easy, aber kann ich ja nicht. Vielleicht, ja. Vielleicht durch die Scheibe durch. Nee, aber ihr seid zwei Leute, ne? Hm.
war ja klar, dass es nicht geht. Ihr müsst im Team arbeiten. Ja, das heißt. Ja, ist klar, Hedy. Oh Mann, wie die rumstressen. Ich chille. Ja, genau. Wir haben hier einen Ball. Der Ball muss da rüber. Nee, Mann, wir können ihn nicht schießen, oder? Nee, war ja klar. Könnt doch Fußball spielen, das ist vielleicht auch möglich. Ja. Ja, vielleicht. Ich will eigentlich den blauen Strahl hier reinbringen, aber irgendwie geht's nicht. Aber? Ja, es geht einfach nicht. Warum nicht? Weil ich keine Portale durchballern kann. Weil ihr aber auch nur eine Person seid, oder was? Ja, aber er müsste... Ach, der blaue Strahl geht ja durch die Barriere durch, hätte ich jetzt nicht erwartet. Schon, aber... Das ist ja krass. Wo kann man diesen Strahl kaufen? Ja. Ah, Moment. Moment, mach den Strahl weg. Ich will hier raus. Ich glaube, ich hab's. Ja, danke. Das war so eigentlich nicht geplant. So. Na. Ah. Oh. Einmal. Zweimal, glaube ich. Geht das da? Bin ich durch? Ja, bin ich, aber... Hä? Achso, ja, stimmt. Ja, was? Ich hab's fast! Ja? Fast hab ich's. Das eine muss auf jeden Fall da und das andere muss da. Ja, und jetzt? Jetzt bräuchten wir irgendwie einen Ball, aber... Da haben wir wieder... Ja, da steht doch einer! Da ist doch ein Ball! Jetzt haben wir wieder das Ausgangsproblem, das ist es ja gerade. Ja. Wann geht das Ding denn weg? Wenn ich ein Portal wegmache. Nee. Du willst ja da rein. Ja. Aber wenn du da jetzt reingehst, dann geht's ja weg. Ja, oder? Ich meine, er kann rein, aber es bringt trotzdem nicht viel. Ach nee! Wieso bringt das denn nichts? Oder? Nee, Moment mal. Ich muss mal was testen. Jetzt bist du drin. Ja. Und? Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Du hast doch deine zwei Portale schon. Also Schmackes kann da eins und da eins, meinst du das? Ja. Spring da mal rein. Ich glaube, ich weiß schon, wie es gedacht ist. Jetzt muss ich das Teil umkehren. Sobald dein Ding ist. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ja, nimm's und spring wieder rein. Wo ich jetzt gar nicht weiß, wo der Pinörkel ist. Ja, das da, oder? Da, ja. Lass es in den Strahl einfach fallen. Ich mag es. Okay. Und jetzt kommt der Clou. Oh, nee, es wurde nachgedacht. Okay. Was sollte das jetzt wieder heißen? Ich hatte jetzt schon wieder gedacht, dass Wolf gleich nicht genau das macht. Nein, ich hab's vergessen. LOL! Oh, ich bin so dumm. Ich dachte gerade noch eben, Wolf hat nachgedacht, aber dann kam ich diese Stelle. Ich hatte nachgedacht, aber jetzt war ich eben dumm. Normal das Ganze. So, zack. Zack. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Wo bist du? Das war jetzt lustig. Achso, da bist du. Moment. Ja, man darf ja auch mal sein Hirn ausschalten, nicht wahr? Bei dem Spiel wäre das eher von Nachteil, wie man sieht, ne? Das ist Fanservice. So, jetzt ist hier zumindest offen. Wir bräuchten jetzt noch ein Bällchen, das wir dann da reinlegen. Oder irgendwie müssen wir jetzt das Bällchen da rüberkicken. Kannst du dich nicht also zum Ball formen? Also Fanservice würde ich eher verstehen, wenn Wally zum Beispiel ihre Brüste oder ein Höschen zeigen würde. Das ist doch jetzt gar nicht so schwer. Den Ball da zu holen. Ja, dann geht die Schranke da weg.
Ja, da müsste man den Ball schlau holen. Ball schlau holen. Achso. Hui. Ist das Schmacki, kann den Ball schlau holen, der weiß, wie das geht. Ja, mach ich nur wieder zu. Geht der Wolf wieder nur durch die Barriere. Was ist das? Fallen! Mhm. Hallo? Dummer Ball! Ja, der Ball ist... Nein, ich will ihn nicht. Lass das Teil los. Natürlich haben wir es verkackt. Moment nochmal. Das sind Naturgewalten hier. Auf. Und jetzt? Ah, da unten ist noch ein Lift, da muss noch weiter. Wo? Ja. Ja, der da, aber... Warum bewegt er sich denn? Vielleicht müssen wir drauf rumspringen wie auf dem Trampolin. Ja, genau, man muss drauf rumspringen wie auf dem Trampolin. Das ist die Rätselslösung. Nein. Nee. Selbst hier. Moment mal. Hab ich da hinten so eine Wand? Nee, hab ich nicht. Ach, Wolf. Oder ich muss den Laser dahin zielen lassen. Ach so. Dann ist alles gut. Ja, Moment mal, da komme ja ich gar nicht mehr hoch. In falsche Richtung Laser. Ja, du bist schon mal ganz oben. Gut, 50% des Raums geschafft. Glückwunsch. Jetzt muss der Wulle. Nein! Mein Bällchen. Ich will meinen Ball haben. Komm her. So. Ball. Bleibst hier. Ich müsste... ich glaube, ich habe es. So. Jetzt bin ich gespannt auf die Lösung. Ich auch. Ich will eigentlich rein. Lass mich auf! Und jetzt? Jetzt? Geh mal weg da. Kann ich da durchschießen? Wahrscheinlich. Doch, kann ich so einmal. Kacke! Lol. Das war ein interessanter Lösungsansatz, das gebe ich zu. Oder Moment. Nee, es ist ein bisschen zu weit. Und das. Der Ball ist wieder kaputt. Was, wo? Wo ist der Ball? Ja, wo ist ja, der Ball wohl? Ich sag nicht. Der Ball wurde gewulft. Schmacki ist begeistert. Au. Nochmal. Das heißt jetzt alles nochmal von vorne, oder wie? Naja, nicht alles. Ihr habt ja noch den Glass Cube. Habt ihr noch. Das ist eine wichtige Errungenschaft. Mhm. Ach, guck mal! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso bist du tot? Weil ich gerade den Ball holen wollte. Ja, den hab ich doch jetzt. WTF.
Ich glaube, ich muss mich muten, sonst lache ich mich zu Tode. Was machen wir denn da? Ja. Ach so, Moment. Genau. Der Wolf. Kleinigkeit, wir rushen durch das Spiel durch. Ja, wenn der Wolf nicht immer die Na, Oh Mann. So, jetzt nur mehr. Ich dummbatz. Ja. Ah, vergiss es jedes Mal. Warum habe ich bloß einen Hirn wie Schweizer Käse? So. Ja, du hast Schweizer Käse im Kopf, okay. Hm. Seid ihr jetzt beide da durchgegangen? Nee Quatsch, das warst du. Das war nur ich. Du hast dich selbst gesehen. Ich habe jetzt schon gerade echt so einen kleinen Kollaps gekriegt wieder. Aber es war zum Glück nur. Du musst das jetzt umgehen. Genau. So, Bällchen. Ich glaube, Schmacki hat das schon verstanden. So, ist der Ball in Sicherheit? Sehr schön. So. Ja, die ist ja krass. Wow. Jetzt gehe ich da hoch. Jetzt auf Schmack ist das mal versuchen mit dem Ball. Mit dem Würfel. Und mein Weg war ja eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat's ganz knapp. Was? Hätte es geklappt, dann wären die alle buff gewesen. Der Ball ich wusste, dass es nicht klappen wird. Das mit der Kugel ist ja schon mal richtig. Ja, schon, aber irgendwie müssen wir... Was macht ihr mit dem Würfel? Ja, den Laser müssen wir irgendwie dahin ziehen lassen, aber es ist... nicht ganz so einfach. Am liebsten würde ich gerade in das Spiel springen, Kontrolle in die Hand nehmen und den Würfel einfach richtig positionieren. Moment. Hoppla. Ja, wenn ich den Würfel anmache, dann steigt das, genau. Wenn ich den hier hinsetze, bleibt es. Das ist ja auch in Ordnung, aber... Ja, irgendwie müsste natürlich auf die Plattform drauf. Ja, das ist es nämlich. Tja, dann müsste man ja glatt dafür sorgen, dass durch Fernsteuerung der Laser dahin gezielt wird. Mhm. Wie könnte man das nur erreichen? Vielleicht von hier aus nach oben steigen lassen, den Würfel. Mhm, dann ist er für eine Sekunde aktiviert und ist dann wieder deaktiviert. Ja, das ist wieder das Problem an der Sache. Ja, dann müsste er ja schon fast in einer festen Position stehen, damit er das Ding erwischt. Ja, zum Beispiel hier, aber... Ahaha. Wie gesagt, feste Position mit Fernsteuerung. Hm. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. So. Moment. Moment mal! Ist da oben eine weiße Wand? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Weil von der Position aus ist keine weiße Wand. Ja, da müsst ihr jetzt ein kleines bisschen umdenken. Nee, jetzt, ich gebe noch einen Tipp. Es gibt drei Positionen, wo der Würfel liegen kann. Moment, wenn ich den hier hin platziere, ja, steht da egal. Fast richtig. Ja, das bringt aber auch nichts, weil der Laser da vorne ist. Ja. Aber? Nee, nix aber, mein Brain ist zu tot für dieses Spiel. Ganz offensichtlich. Ja, zum Glück tust du den Laser ja mit deinen Händen tragen und nicht mit einem praktischen Werkzeug, was man benutzen kann.
Ja, so bringt es ja nichts. Ja, das weiß ich. Der Würfel muss ja dann eigentlich da feststehen bleiben, oder nicht? Ja. Damit ihr da... Ja, da müsst ihr irgendwas anderes machen. Ja, den blauen Strahl irgendwie umleiten, aber da oben ist nichts Weißes. Ich dachte, den braucht ihr für den Ball. Ja. Ach so, stimmt. Das heißt, dass mein ganzer Plan zunichte ist. Warum? Dein Plan bestand daraus, den Würfel jetzt wirklich mit dem blauen Strahl zu bewegen? Ja, eigentlich schon. Ich hab doch gesagt, es gibt drei Punkte und dass es an einer festen Position stehen müsste. Wenn du den bewegst, dann ist er nicht mehr an einer festen Position. Ja, eigentlich gibt es überall feste Punkte, aber das Problem ist, ich komme da nicht recht. Ja, ich hab gesagt, es gibt drei Punkte im Raum, wo du ihn hinstellen kannst. Drei! Nicht zwei, nicht einer, drei. Es gibt drei Möglichkeiten, wie du ihn positionieren kannst. Und mit Fernsteuerung auf das Ding da zielen kannst. Mal. So, da hast du. Vielleicht fällt dir ja was ein. Ist das so, meinst du? Ja. Das war schon mal eine interessantere Idee, aber leider immer noch nicht genau das, was man machen muss. Naja, der Ansatz ist nicht schlecht, aber... Wo ich Gitter lese jetzt? Ja, da rüber. Na! Ah! Wie hast du das jetzt geschafft? Geil! Du hast es geschafft. Wow, ich bin beeindruckt, dass das geklappt hat! Hä, wie hä? Was? Er hat jetzt über fünf Ecken gefühlt das Ding aktiviert. Hä? Wie haben die das denn jetzt geballert? Als das war. Hä? Lol. Wo bist du jetzt? Ja, dann kannst du doch oben warten und er macht das unten sich für sich selbst nochmal. Das kannst du mit einer Person. Also, dass das jetzt getroffen hat? Okay. Das wundert mich auch, dass es getroffen hat. Das heißt, Schmackes muss da jetzt nur mehr richtig zielen. Ja, wenn das klappt. So. Interessant. Und es hat nicht getroffen. Ach, fast. War wohl doch nichts mit dem richtigen. Man kann es aber, man kann es echt umständlich machen. Anscheinend funktioniert es. Ihr habt es umständlich geschafft. Okay, ich gebe zu, es gibt also doch vier Positionen, wie ihr ihn positionieren könnt. Nach fast 40 Minuten. Ihr habt mir tatsächlich bewiesen, dass es noch eine vierte Position gibt, die umständlich. Wollen wir einen Schnitt machen? Ja. Bevor ihr einen Schnitt macht, möchte ich euch noch kurz erklären, wie ihr es hättet machen können. Okay. Da sind weiße Wände. Wenn ihr den Laserstrahl gerade durch eine weitere weiße Wand stellt und auf der hinter dem Portal einfach den Würfel positioniert und da drauf zielt, dann braucht ihr bloß das Portal wegnehmen, euch da oben hinstellen und das Portal wieder hinsetzen. Dann geht er wieder an derselben Stelle gerade durch, zielt auf den Würfel, der schon vorher positioniert ist, und der fährt euch hoch. Ja. Okay. Also. Aber so geht's ja auch irgendwie. Wir schaffen scheinbar alles. Über fünf Ecken. Mhm. Das war. Aber wenn's funktioniert. Ja. Mit den Brains schlechthin. Tschüss. Wie lang war der Part jetzt?